Gut, jetzt kommt genau dieses Video. Wir machen also Bruchgleichungen. Die lösen wir dann. Das ist eine Übung für Widerstandsberechnung. Ich lasse mir jetzt irgendwas Blödes einfallen. X Fünftel plus ein Sechstel soll Siebenunddreißigstel sein. So, jetzt denkt noch mal an die andere Variante. Ich zeige es noch mal. An die rechte. Wir multiplizieren die gesamte Gleichung mit einem Wert, der unten in allen drei Nennern vorkommt. Wir gucken jetzt noch mal, ob wir das nicht irgendwie besser lösen können. Können wir hier irgendwas kürzen? Im Moment nicht. Also suchen wir uns jetzt einen gemeinsamen Faktor. Ich weiß, ihr macht's mal. Ich halte das Video an. Wir sehen uns dann nach der Lösung wieder. Gut, also hier hatten wir diese Gleichung. Die haben wir gesagt, 5 und die 6 und die 30 stecken in der 30. Ich könnte auch 5 mal 6 mal 30 nehmen, aber dann mache ich das zu groß. Das muss nicht sein. Na, ich nehme hier eine Zahl, mit der ich multipliziere, die wirklich in allen drin steckt. Und hier ist es die 30. Man sieht es dann. Dann kann ich nämlich hier unten Eintel hinschreiben, nachdem ich dann gekürzt habe. Und sauber geschrieben heißt das nur noch 6x plus 5 ist 7 und das ist dann leicht zu rechnen. Zum Schluss kürzt man 2 Sechstel ist ein Drittel und dann ist fertig. Wir machen mal noch eine Aufgabe zum Üben. Also gibt es bis dahin noch Fragen irgendwie? Kleinen Moment. Etwas scheinbar Ungewöhnliches ist x Viertel plus x Sechstel plus 1 soll 0 sein. Sowas gibt es. Kann passieren. Jetzt löst genauso stur, wie ihr es oben gemacht habt. Habt die Sache und denkt dran, wenn ich 0 mal irgendwas nehme, bleibt es 0. Ne? Hier oben haben wir uns gesagt, ich könnte mal 24 nehmen, aber das wäre Schmuck am Nachthemd. Ne? Wir sagen, die 4 und die 6 stecken in der 12, das reicht. Wir nehmen alles mal 12. So wäre das ganz sauber hingeschrieben. Mal 12 meine ich jetzt sauber hingeschrieben, aber durchs Kürzen wird es unsauber. Dann sieht es so aus: 3x plus 2x plus 12. Achtung, die 1 auch mal 12 nehmen. Auch die 0 mal 12 nehmen. Ich weiß, dass es Nuller gibt. Trotzdem, sicherheitshalber immer hinschreiben. Lieber ein bisschen mehr schreiben, als dann einen Fehler haben. So, zusammengefasst, da gibt es 3x und 2x ist 5x, plus 12 ist 0 und der Rest ist dann leicht. Minus 12 Fünftel, alter Trick, etwas durch 5 teilen heißt genauso gut wie mal 2 durch 10. Wenn ich das hier erweitere, hier mal 2, warte mal, ich mache das mal mit Rot, mal 2 und hier unten auch mal 2, dann sieht man, warum mal 2 durch 10 im Kopf viel besser geht. 12 mal 2 ist 24, durch 10 ist 2,4, also minus 2,4 könnte man auch schreiben. Machen wir jetzt nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt ist das ja immer ganz schick, wenn. Ach so, hier gibt es noch eine Frage. Gut, es kam der Wunsch nach einer Probe. Also die minus 12 Fünftel, die setzt man dann hier oben in die originale schwarze Gleichung ein und guckt, ob das stimmt. Machen wir das mal. Ich mache mal eine Probe hier oben. Probe heißt also wirklich die originale Gleichung nehmen, nicht die schon angepasste, denn hier kann man sich ja einen Fehler reingeballert haben. Ne? Also schreibe ich 12 Fünftel, wenn ich jetzt hier mit dem Doppelbruch arbeiten würde, ginge auch. Nehme ich doch minus 2,4, das geht doch viel leichter. Minus 2,4 Viertel plus minus 2,4 Sechstel plus 1 soll 0 sein. Das ist immer die große Frage zu Anfang. Jetzt gucken wir mal. Minus 2,4 Viertel, das kann man kürzen. Das wird minus 0,6 plus. Und jetzt muss ich aber wirklich eine Klammer schreiben. Leute, schreibt Klammern dafür, damit ihr das Minuszeichen nicht verliert. Das ist eine ganz schicke Einrichtung. Plus minus 0,4, ne? 2,4 durch 6. Und das Ganze plus 1 soll 0 ergeben. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir sehen es schon. Negativ 0,6, negativ 0,4 zusammen sind minus 1, plus 1 ist 0. Jawohl, wir haben es geschafft. Okay. Das war's. So kann man eine Probe machen. Wir könnten es auch mit Doppelbrüchen machen. Wollen wir es nicht übertreiben oder doch? Mit Doppelbruch? Na los. Ihr hattet Doppelbrüche. Was ist denn, wenn ich sage, ein halb geteilt durch zwei Drittel? Was ist denn das? Das ist nichts anderes als geschrieben. Ein halb. Das geteilt hier. Das ist der lange Bruchstrich durch zwei Drittel. Das ist ein Doppelbruch. Naja. Das ist so leicht. Pass mal auf, wir machen mal weiter. Ein halb durch zwei Drittel schreibt man aber so hier. Das ist ein halb mal drei halbe. Stimmt's? Wir müssen mit dem Reziproken multiplizieren. Was ergibt denn das jetzt? Schauen wir es uns doch mal an. Einmal 3 und 2 mal 2, das ist kein Problem. Das wären also 3 Viertel. Das muss rauskommen. Ich kann aber Folgendes sagen. Ein halb durch zwei Drittel,
durch Mal, gucken wir uns das Ding mal an hier, das hier. Durch Mal, ein halb, durch zwei, die zwei, durch zwei, durch wird immer unten drunter geschrieben. Und nochmal durch, nämlich durch dicken Bruchstrich, durch kleinen Bruchstrich, wird oben drauf geschrieben. Und siehe da, es kommt drei Viertel raus. Tätä. So, jetzt machen wir das mal mit dem Doppelbruch, nämlich mit unseren minus 12 Fünfteln. Statt x schreiben wir minus 12 Fünftel. Minus 12 Fünftel. Den ganzen Kram durch 4. Ist nichts Schlimmes passiert. Einfach nur Schreiberei. Minus 12 Fünftel. Den ganzen Kram durch 6. Plus 1 ist gleich 0. Jetzt müssen wir mit diesem Doppelbruch nochmal umgehen und müssen sagen, wie machen wir das? Ich mache mal hier drüben weiter. Minus 12 Fünftel durch 4 heißt minus 12 Fünftel. Nochmal durch 4 teilen. Ich schreibe hier unten die 4 hin. Plus minus, jetzt machen wir lieber eine Klammer, 12 Fünftel durch 6. Dann schreibe ich hier unten noch eine 6 hin. Klammer zu. Plus 1 ist gleich 0. Und das ist die große Frage immer noch, ne? Die haben wir uns, ach so, nee, das war die originale Gleichung. Hier haben wir uns die Frage gestellt. So, jetzt immer noch die Frage gestellt. Jetzt gucken wir uns an und sagen, warte mal, das können wir vereinfachen. Bevor wir hier was ausrechnen, kürzen wir das doch. Die 4 und die 12 gehen durch 4. Hier habe ich 3. Das heißt, hier sauber abgeschrieben hieß es minus 3 Fünftel. Und plus minus, das kann ich mir gleich sparen, als weiteres Minus schreiben. Dann kann ich nämlich die zweite Klammer schon mal weglassen. Und hier kann ich auch kürzen. Durch 6 ist 1, durch 6 ist 2. Hier steht minus 2 Fünftel. Und das Ganze plus 1 soll 0 sein. Und man sieht es, ja, das stimmt. Warum? Minus 3 Fünftel minus weitere 2 Fünftel sind minus 5 Fünftel. Und minus 5 Fünftel ist minus 1. Also das hier ergibt minus 1. Hier hinten steht noch meine Olle plus 1. Und das stimmt, das ist 0. Was machen wir, wenn das x unter dem Bruchstrich steht? Eine gesuchte Größe, x, y, a, b, c, r gesamt oder was auch. Wenn das unter dem Bruchstrich steht, ist die erste Maßnahme, diesen Mangel sozusagen an der Gleichung beseitigen. Und dann herkömmlich weiterrechnen. Wir werden gleich sehen, was passiert. Ich sage einfach, durch x stört mich total. Ich nehme alles mal x. Achtung, alles. Das Ding, das Ding, das Ding. Ich schreibe es nochmal sauber hin. Das heißt also, 3 durch x, machen wir ganz ausführlich jetzt, plus 4 Siebentel ist gleich 9 Achtel. Und jetzt mache ich das nochmal in Blau. Mal x, mal x, mal x. Auf den Bruchstrich kommt immer das, was ich mal nehme, unter den Bruchstrich, was ich teile. Nochmal zur Erinnerung, 1 durch 7, 1 oben hin durch 7. So, ne? Daher kommt das. Okay. Jetzt, wenn ich mir das sauber angucke, was bleibt denn hier übrig? Also sauber, dann bleibt hier übrig 3x. Nee, 3. Warum? Denn hier kürzen sich die x weg. Plus 4 Siebentel x. 4x Siebentel. 4 Siebentel x oder 4x Siebentel, könnte ich auch sagen. Ist gleich 9x Achtel. Jetzt dürfte es nicht mehr so schwierig sein. Womit nehme ich alles mal, damit ich die Brüche loswerde? 7 mal 8, 56, einverstanden? Schau mal. Natürlich ist es eine Schreiberei. Na und? Aber dafür weiß ich es und hab's ganz schnell. 3 mal 56, 3 mal 50, 3 mal 668. Einverstanden? Ich hoffe. Plus, und jetzt, 56 und 7, das kann man kürzen. 56 durch 7 ist 8. 8 mal 4, 32x. Jetzt habe ich das ein bisschen schneller gemacht. 56 und zukünftig 8 durch 8 kann ich kürzen. Bleiben 9 mal 7, 63x übrig. Naja, und der Rest ist jetzt leicht. Das muss ich nicht weiter ausführen. Ich ziehe die 32x noch ab. Na los, machen wir es mal schnell. Minus 32x. Weil man guckt immer, wo sind die mehreren x hier drüben? Dann nehme ich die anderen weg. Dann steht hier noch die 168 alleine. Ist gleich 63, ist 61, 51. 51x, ich teile durch 51 und bin fertig. Fast. 168 durch 51. Müsste man mal gucken, 1 plus 6. Oh, das kann man nochmal kürzen. Was denn? 51, ja, Entschuldigung. Genau, ich habe Mist gemacht, na klar. Das geht natürlich so nicht. Habe mich schon gefreut. Ich dachte, das geht aber leicht heute. 61, 31, ne? 31 teilt durch 31, danke. 168, 31. 61 ist eine Primzahl. Ich weiß nicht, ob die eine
in der 168 vorkommt. Wenn ich das mal 5 nehme, habe ich 150. Nehme ich es mal 6, habe ich schon 180. Also es wird nicht zusammenpassen, muss ich erstmal so stehen lassen. Damit kann man dann weiterrechnen. Nochmal fassen wir zusammen. Was ist, wenn das x unterm Bruchstrich steht, die gesuchte Größe? Dann nehme ich mal die gesuchte Größe, indem ich diesen Mangel beseitige und kann dann weiterrechnen. Und dann ist es wieder der übliche Kram. Denn ab der Zeile, spätestens hier, ab der Zeile, ist es nicht mehr schlimm. Gut, hier habe ich ein bisschen schnell gemacht, aber das kann man dann mit einer weiteren Zeile. Hier gibt es eine Frage. Nochmal schnell. Ich war hier ein bisschen fix, ne? Ich habe das schnell im Kopf gemacht. Das wäre die nächste Zeile gewesen. Die müsste also hier praktisch dazwischen stehen, wenn man das nochmal ausführlich macht. Alles mal 56 genommen, mal 56, dann gekürzt. Man ist die Brüche los. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Gut, kann ich das Video abschließen jetzt? Gut, okay.